Dann herzlich willkommen zur virtuellen Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den SV Darmstadt. Ich begrüße die beiden Trainer Markus Anfang und Daniel Mayer bei mir auf dem Podium und darf dann Herrn Anfang direkt um seinen Kommentar zum Spiel bitten. Ja, hallo zusammen. Ja, ich glaube, man hat heute gesehen, dass zwei Mannschaften auf dem Feld waren, die beide punkten wollten und dementsprechend auch mit dem Risiko auch so umgegangen ist. Wir sind gut in die Partie reingekommen, haben dann geführt, haben es 1-0 gemacht, kriegen dann zwei Elfmeter gegen uns. Die Regel ist so, man regt sich dann immer irgendwo auf bei dem zweiten Elfmeter. Der erste war ein ganz klarer Elfmeter, der zweite ist dann so, naja, wir haben jetzt 10 Elfmeter gegen uns bekommen in der Saison, 10 Stück. Und davon waren, glaube ich, 6 oder 7 Handelfmeter dabei. Also ich weiß nicht, wer sich diese Regel da ausgedacht hat. Es ist halt auch schwierig, das am Ende des Tages zu trainieren. Also wenn deine Spieler dann mit Armen auf dem Rücken durch den 16er laufen im Training, das sieht irgendwie alles nicht nach Fußball aus. Also naja, es ist so, die Schiedsrichter müssen das auch so ahnden. Hat er auch richtig gemacht, stimmt absolut. Für mich das alles nicht mehr so wirklich nachvollziehbar, aber... Gut, wir müssen uns der Regel alle beugen, die Schiedsrichter leider auch und befolgen sie auch. Die können da auch nicht wirklich was dran ändern. Dann haben wir den zweiten gehalten, Schuh hat den gehalten und sind dann in die Halbzeitpause gegangen. Wir hatten in der ersten Halbzeit über Serdar noch zwei Möglichkeiten, im Torabschluss vielleicht das Tor zu machen. Und in der zweiten Halbzeit sind wir ganz gut reingekommen, haben eine richtig gute Möglichkeit über Tim. Und im Gegenzug, müssen wir sagen, haben wir dann auch... das Momentum auf unserer Seite gehabt, dass wir die Chance, die wir zugelassen haben, dass sie nicht drin war. Und so ist das Spiel im Prinzip so ein bisschen dahin geplätschert, so dass keine Mannschaft irgendwo versucht hat, gnadenlos auf Sieg zu spielen. Beide haben versucht, kompakt zu stehen. Wir haben, glaube ich, zweite Halbzeit dann schon so ein bisschen optisch ein bisschen mehr vom Spiel gehabt, auch wenn wir nicht wesentlich mehr Ballbesitz hatten insgesamt. Und dann hättest du vielleicht hinten raus mit dem Lucky Punch nochmal das Spiel gewinnen können. Muss auch sagen, dass der Torwart von Braunschweig in zwei Situationen überragend gehalten hat. Einmal bei Tim die erste Chance in der zweiten Halbzeit und dann diesen Schuss dann so zu halten, das ist schon Qualität, muss man schon sagen. Insgesamt muss man sagen, ist, glaube ich, ein gerechtes Unentschieden für beide. Man hat gemerkt, dass Braunschweig nicht die Mannschaft ist wie aus der Hinrunde, das habe ich aber im Vorfeld schon gesagt. Wir haben jetzt 3 Spiele in Folge gepunktet. Wir können damit ganz gut leben, hätten natürlich gerne einen Dreier gehabt, aber muss auch ehrlicherweise sagen, dass eine Punkteteilung absolut gerecht ist. Dankeschön. Vielen Dank, Markus Anfang. Daniel, wie fällt dein Fazit der abgelaufenen 90 Minuten aus? Ja, auch von mir erstmal hallo in die Runde. Ich würde die Meinung des Kollegen teilen. Ich denke, die Punkteteilung geht am Ende in Ordnung. Wir haben nicht ganz so gut ins Spiel gefunden, haben dann aber irgendwann im Laufe der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut die Abläufe gefunden, die wir uns vorgenommen haben gegen tiefstehende Darmstädter, weil es natürlich eine Spielsituation ist, die wir nicht so häufig haben, dass wir einen tiefstehenden Gegner bespielen müssen und hatten natürlich trotzdem auch viele, viele Situationen, wo wir gefordert waren, nach den langen Bällen das gut zu verteidigen, weil natürlich in der Offensive sehr, sehr viel Qualität ist. Ich finde, dass wir das über weite Strecken sehr, sehr ordentlich gemacht haben. Haben auf den Rückstand auch gut reagiert, haben natürlich, ja, es steht am Ende immer so ein bisschen die Frage, was wäre, wenn du eben den zweiten Elfmeter machst oder eben mit der Chance von Fabio Kaufmann direkt nach der Halbzeit in Führung gehen kannst, ob du dann ein Übergewicht bekommst und so ein Spiel dann auch komplett auf deine Seite drehen kannst. Das ist uns heute nicht gelungen. Ich fand dann, je länger die zweite Halbzeit dauerte, umso fehlerhafter waren wir, haben aus meiner Sicht viel zu kompliziert gespielt, hatten viele technische Fehler mit drin, hatten erst in der Endphase dann nochmal nach der oder auch durch die Einwechslung von Kobylanski so 1-2 Situationen, wo du vielleicht den Punch setzen kannst. Unterm Strich aber die Abseitssituation, VAR, wo vorher aber, das teile ich auch, Fesic unfassbar den ersten Ball dann noch an die Latte lenken kann. Und auch in der letzten Sekunde die Kontersituation, da kann es dann auch andersrum ausgehen und von daher nehmen wir den Punkt gerne mit, auch wenn, über den Spielverlauf man vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, vielleicht einen Ticken mehr zu bekommen. Für uns ist es so, Primärziel war, wir wollten das gute Gefühl jetzt mit in die Länderspielpause nehmen. Wir haben jetzt seit 5 Spielen nicht mehr verloren, nur ein Gegentor kassiert. Und von daher war das gut. Ich glaube, es tut uns jetzt auch gut, mal ein bisschen durchzuatmen und uns zu sortieren und dann fokussiert in den Endspurt zu gehen.
Vielen Dank, Daniel. Bevor ich die Fragerunde eröffne, starte ich gleich mit zwei Fragen für Sie, Herr Anfang, die uns aus Darmstadt erreicht haben. Zu den Elfmetern haben Sie schon was gesagt. Jan Felber möchte wissen, was der Punkt genau wert ist für die nächsten Wochen. Ja, einiges. Also weil wir ganz viele Spiele in der ganzen Saison schon hatten, wo wir klar die bessere Mannschaft waren, wo wir auch anders Fußball gespielt haben, haben die Spiele größtenteils dominiert, haben auch viele Schulterklopfer bekommen, wie toll wir doch spielen und wie spielerisch stark wir sind und was für eine tolle Spielanlage wir haben. Und das haben wir jetzt ein bisschen umgestellt, haben wir ein bisschen verändert. Wir haben nämlich in der Vorzeit halt ganz wenig Spiele unentschieden gespielt. Wenn, dann haben wir die Spiele gewonnen oder halt verloren und zumeist verloren. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir mal ein Spiel unentschieden spielen und mit diesem Gefühl auch dann nach Hause fahren, dass wir auch in der Lage sind, auch mal auswärts zu punkten. Und müssen halt nicht immer nur zwangsläufig auf Sieg spielen. Jetzt ist halt für uns das Gefühl, 3 Spiele in Folge gepunktet, ist gut, nehmen wir gerne mit. Und vor allen Dingen, wir haben auch mal ein Spiel unentschieden gespielt und nicht hinten raus dann in der letzten Aktion wieder verloren. Das tut uns natürlich auch gut. Dann haben wir gleich noch eine Anschlussfrage. Wie wichtig war es, den Kampf angenommen zu haben? Naja, da weiß ich gar nicht, ob wir den Kampf so extrem angenommen haben. Das war so einer der Punkte, die wir in der Halbzeitpause auch angesprochen haben. Wir haben viel zu wenig Zweikämpfe gewonnen. Wir hätten wesentlich mehr Zweikämpfe gewinnen können. Es waren auch viele lange Bälle drin im Spiel, auch vom Braunschweig dann, die dann auch versucht haben, vorne einen Zielspieler zu finden. Und die zweiten Bälle waren alle bei Braunschweig. Ich glaube, das haben wir am Ende nicht so gut verteidigt, wie wir das verteidigen können. Insgesamt, klar, ist es wichtig, gerade wenn du im unteren Tabellendrittel bist, dass du dann die Zweikämpfe annimmst. Heute, muss man sagen, war gerade in der ersten Halbzeit Braunschweig Zweikampf stärker. In der zweiten Halbzeit, glaube ich, haben wir das ein bisschen korrigiert. Vielen Dank. Dann eröffne ich einmal die Runde. Ich sehe Lars Rücker. Ich weiß nicht, ob du noch Fragen an Dani Meier hast. Ja, hallo Herr Meier. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem Punkt, den Ihre Mannschaft heute eingefahren hat. Sie haben es eben schon angesprochen, die Serie geht weiter. Welchen Stellenwert hat denn das für Sie? Ja, wir haben ja viele unschöne Erlebnisse bisher gehabt über den Saisonverlauf und natürlich fühlt sich einfach gut an, wenn du auch diese engen Spiele zumindest so bestreiten kannst, dass du am Ende nicht als Verlierer vom Platz gehst. Es gab ja auch jetzt in der Schlussphase ein paar kritische Szenen, wo du das Spiel dann durchaus auch komplett weggeben kannst und wir genießen das ein Stück weit, wir tun auch eine Menge dafür, das gehört dann auch mit dazu und es gibt uns natürlich das Selbstvertrauen jetzt einfach für die schweren Wochen, die noch anstehen und für die vielen schweren Spiele. Und für uns war es nochmal total entscheidend, jetzt einfach auch mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen und eben keinen Rückschlag zu erleiden. Ich würde gleich weitermachen. Nick Proschwitz, heute einen Elfmeter getroffen, einen verschossen. Wie ordnen Sie das ein? Wie bewerten Sie auch ansonsten seine Leistung? Ja, genauso ordnen wir das ein. Er hat die Verantwortung übernommen. Ich finde, dass er den ersten sehr souverän geschossen hat und dann war der zweite dann einfach gut gehalten. Er hat die Verantwortung übernommen, das ist erstmal grundsätzlich wichtig. Wir haben, glaube ich, den letzten dann auch verschossen in Bochum. Es haben sich jetzt auch nicht 10 Leute drum gerissen, irgendwie den Ball zu haben und deswegen finde ich es erstmal wichtig, dass er die Verantwortung übernimmt. Er hat vorne wieder, ist eben unser Zielspieler, er hat viele Bälle vorne verteidigt, hat es eben auch nicht einfach, dann auch gerade gegen Pfeiffer, der eine Maschine ist da hinten drin, dann in den Zweikämpfen und in den Luftduellen zu arbeiten. Ich finde, er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, ein ganz wichtiges Tor erzielt. Und das ist das, was wir mitnehmen in die nächsten Wochen. Das Thema gelbe Karten oder 5. gelbe Karten, das hatten wir schon vor dem Spiel. Jetzt hat es 2 der 4 Spieler erwischt. Wie bitter ist das jetzt im Hinblick auf das Spiel gegen St. Pauli am Ostermontag? Gar nicht aus meiner Sicht, weil natürlich schon die Länderspielpause uns die Möglichkeit gibt, uns ein bisschen gezielter darauf vorzubereiten, wie wir das angehen wollen, auch über das Testspiel, was wir noch vor der Brust haben. Und dementsprechend können wir das, können wir uns in Ruhe überlegen, wie wir das kompensieren wollen in Hamburg und haben sie danach wieder mit dabei. Und von daher ist das Thema dann auch abgehakt. Heute gab es generell viele gelbe Karten. Vielleicht die Frage an beide Trainer, war das gerechtfertigt?
Also ich habe, war ein umkämpftes Spiel aus meiner Sicht. Ich habe auch sehr viel empfunden, aber mein Sportdirektor hat mich vorher noch informiert, dass also die Quote der gelben Karten bei dem Schiedsrichterkollegen relativ hoch ist, also dass eben da die gelben Karten sehr locker sitzen. Das hat er dann heute bestätigt. Kann man sich über die einzelnen Situationen sicherlich streiten, aber am Ende ist es, glaube ich, immer wichtig, dass keiner vorzeitig vom Platz muss, dass man dann das Fingerspitzengefühl hat, wenn man dann die zweite oder dritte Aktion von jemand hat, dass man nicht über so einen Weg ein Spiel entscheidet. Und von daher aus meiner Sicht okay. Ja, ich finde, das ist halt auch schwierig für die Schiedsrichter, da mit den Spielsituationen dann umzugehen. Ich finde, dass er eine klare Linie für sich drin hatte und halt bei identischen Situationen dann auch gelb zieht und wie die Linie dann aussieht, das bestimmt halt er. Und ich glaube, dass halt, man hätte es vielleicht großzügiger machen können, aber wichtig ist halt, dass er eine Linie hat. Und die Linie hat er halt auch von der ersten bis zur letzten Minute durchgezogen. Und dann wissen die Spieler auch, wie sie in den Zweikämpfen dann bewertet werden. Und ich glaube, das hat er zugelassen, dass das jeder für sich dann bewerten kann. Und damit hat es auch jeder selber in der Hand, ob es dann am Ende eine gelbe Karte gibt oder nicht. Also ich finde, er hat es ganz ordentlich gemacht, finde ich. Herr Mayer, Sie haben heute. Jetzt hängst du in der Leitung. Lars? Offensichtlich ist er einmal aus der Besprechung geflogen. Ja, jetzt hören wir. Jetzt sehe ich dich zumindest wieder. Du warst komplett weg gerade. Müsstest die Frage bitte nochmal wiederholen. Okay, dann versuche ich es nochmal. Herr Mayer, Sie haben heute Martin Kobylanski mal wieder reingeworfen nach, ich glaube, 4 Spielen, in denen er nicht eingesetzt wurde. Welche Idee steckte dahinter und gibt es schon, ich sag mal, eine kleine Perspektive für ihn? In welchem Testspiel kann man ihm vielleicht wieder ein bisschen Einsatzzeit geben? Ja, also ich habe ja schon mal unter der Woche gesagt, dass ich finde, dass er gut arbeitet und er sich gut verhält. Wir haben jetzt wieder ein bisschen mehr Struktur in unserem Spiel, was ihm sicherlich auch entgegenkommt. Jetzt in der Phase, wo ich ihn gebracht habe, fand ich, war die Struktur eben gerade nicht da, weil wir auf der Doppel-6 viele Ballverluste hatten. Auch beide Sechser waren gelb vorbelastet und ich wollte einfach auch der Mannschaft nochmal ein Zeichen setzen. Wir hatten sehr, sehr wenig Entlastung, dass wir vielleicht versuchen, das komplett in unsere Richtung zu drehen. Er hat 2, 3 richtig gute Aktionen vorne auch gehabt, wo mit ein bisschen Glück er das Spiel entscheiden kann. Und ich freue mich für ihn, dass er wieder zurück ist. Ich habe ihm das Signal unter der Woche schon gegeben, dass ich das ein bisschen im Kopf habe. Und er ist einer unserer torgefährlichsten Spieler. Und dementsprechend hat er sich das erstens zuletzt verdient und zweitens hoffe ich, dass ihm das weiter Auftrieb gibt und wir ihn jetzt in der Endphase dann noch bei uns sehen. Klar, dass er Spielrhythmus kriegt jetzt in den Testspielen, in beiden logischerweise. Und dann hoffen wir, dass er natürlich auch in einer guten Verfassung dann ist, wenn es gegen St. Pauli Ostermontag weitergeht. Weitere Fragen? Das sieht nicht mehr so aus. Dann sagen wir vielen Dank, wünschen unseren Gästen eine gute Heimreise und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Danke.